Der 10. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an und es geht auswärts gegen Mainz. Dortmund ist auswärts sehr, sehr schlecht, aber ich bin heute zuversichtlich, dass wir das heute packen. Irgendwie werden wir uns heute befreien. Egal wie, wir werden kämpfen, das glaube ich. Dortmund momentan auf dem 6. Tabellenplatz mit 16 Punkten. Davon sind 15 Punkte aus Heimspielen. Dort haben wir 5 von 5 Spielen gewonnen. Der eine Punkt, der noch übrig bleibt, war am 2. Spieltag in Bremen. Dort haben wir 0:0 gespielt. Aber um das Spiel geht es jetzt nicht. Es geht um das Spiel in Mainz und das ist so wichtig für Dortmund. Mainz auf dem 13. Tabellenplatz mit 10 Punkten und Mainz hat eine sehr, sehr schlechte Heimbilanz. Vielleicht gibt uns das Hoffnung. Dortmund mit einer schlechten Auswärtsbilanz, Mainz mit einer guten schlechten Heimbilanz. 3 Tore erst heimgeschossen bei 5 Spielen zu Hause. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. 2 Punkte aus 5 Spielen zu Hause. Ja, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Aber ich bin wirklich guter Dinge, dass wir das heute schaffen. Das ist jetzt hier ein anderes Spieltagsorakel, weil ich es anders nicht hinkriege. Ab nächster Woche kommen, ab übernächster Woche kommen wieder die normal gewohnten mit EAFC. Mainz ist seit der Saison 22/23 so ein kleiner Angstgegner für Dortmund. Das Hinspiel haben wir noch gewonnen, dank Rainer in der 90. plus 3 oder so. Dort hat er den Siegtreffer dann erzielt. Aber Mainz immer stark gegen Dortmund, aber auch gegen die anderen Clubs, wie zum Beispiel Bayern, die sie auch geschlagen haben. Also wirklich Angstgegner und am letzten Spieltag natürlich will ich gar nicht groß thematisieren, das 2:2, wo Mainz einfach alles reingeschmissen hat, was nur ging. Mainz hat zuletzt im Pokal gegen den FC Bayern München verloren mit 4:0. Ja, Mainz war aber auch relativ schlecht, beziehungsweise ich sage, 3 Tore von den Bayern hätten nicht zählen dürfen. Da stand es ja schon, glaube ich, 4:0 zur Halbzeit. Und deswegen, ich kann Mainz gar nicht einschätzen. Davor die Ergebnisse 2:0 gegen Leipzig verloren. Ja, klar, kann man verlieren. Aber die hatten jetzt nicht so Gegner, wo ich da sage, ey, dass man kann man wirklich gegen verlieren. Aber gegen Heidenheim kann man auch verlieren. Aber die hatten komische Gegner, sage ich jetzt erstmal. Die hatten kein Leverkusen, die hatten nicht so hohe Gegner. Gegen Freiburg in der Bundesliga zuletzt 0:0 gespielt. Das war eigentlich ganz gut, weil Freiburg ist auf dem 4. Tabellenplatz. Aber wir werden später sehen, wie es ausgeht. Das war es eigentlich auch schon mit den kleinen Fakten zum Spiel. Und ich hoffe, wir gewinnen heute. Ich sage, Dortmund befreit sich mit einem 3:1. Ich hoffe, das wird was. Also, drückt die Daumen, macht's gut, haut rein, lasst gerne Like und Abo da. Wir sehen uns übernächste Woche, beziehungsweise nächste Woche wieder. Mal gucken, was ich da für ein Video bringe. Es ist ja Länderspielpause. Und dann spätestens zum 11. Spieltag gegen Freiburg sehen wir uns wieder. Also, macht's gut, haut rein, ciao, ciao.